Hallo und herzlich willkommen. Ja, und erstmal eine unwahrscheinliche Neuerung, bevor wir uns hier wieder an Liam rantrauen zum wiederholten Male. Beim letzten Mal hatten wir kläglich versagt. Also es hat ein Update gegeben bei Evil Within 2. Und Leute, was soll ich euch sagen? Wir können in der Ego-Perspektive spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich besser ist. Ich habe bislang immer so gespielt, alle Spiele. Ich fand das immer unwahrscheinlich toll. Das habe ich hier noch nicht so gesehen. Wie gesagt, wir spielen ja jetzt die ganze Zeit schon in der Third-Person-Perspektive. Da geht er schon mal rein. Alles klar, jetzt kommt Liam gleich raus. Aber ich finde Ego interessant. Er schaltet automatisch um. In die Third-Person-Perspektive. Du musst ihn widerstehen! Hoffman! Zurück! Nein! Er weiß nicht, was er tut! Er ist der Gute. Ich glaube nicht. Da kommt er schon. So, wir müssen jetzt Liam, mal gucken. Nicht! Wen meinen Sie mit Liam? Zurück! Ja. Mir nicht in die Quere. Liam O'Neill, das wissen wir schon. O'Neill, was ist passiert? Theodore hat mir den Weg gezeigt. Ich gehöre jetzt ihm. Ich habe ihm geholfen. Und dafür hat er mir ein neues Leben verschafft. Die anderen Dinge überspringen wir dann nachher immer. Mit Q wollte ich bloß mal kurz sagen, damit wir nicht so lange rumzaubern. Verstehen. Und dafür sollst du brennen! Nein! So, schalt um. Was machst du denn? Ah. Achso, er kann ja gar nicht rennen. Verdammt! Verdammt, also das wird noch ein bisschen. Er kann noch nicht wegrennen, ne? Also so dicht sollte ich gar nicht an ihn rangehen. Okay. Also wie gesagt. Wir spielen jetzt in der Ego-Perspektive. Ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun. So, wir gehen hier wieder ran. Kann man das hier irgendwie überspringen? Nee. Dieses Spiel hier, zack, einmal ran und kann ich das überspringen? Ja. So, da ist er wieder. Oh. Du kommst hier nicht raus. Das wird so heiß. Genau, guck, da schaltet er um. Kein Plan. Ich glaube, ich höre mein Herz pochen. Na. Weg. Boah, ich hab's hier in der Mitte, ey. Weg. Bist du mir zu fein, um gegen mich zu kämpfen? Er hat keinen Dings mehr, wa? Thank you.
Tor weg. Boah, ist schon dreimal am Kopf getroffen, werde du. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht davon. Das ist doch nicht zu fassen, nicht geladen, das Vieh. Klar. Na los, renn, fall da nicht hinter, Junge. Sebastian, ich zeig es dir. Scheiße. Boah, da hat er aufgespießt. Oh nee, du. Yeah. Okay. Gut, nächster Versuch. Wir haben auch nicht genug Munition, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, womit ich ihn noch bekämpfen kann hier. Muss ich mal schauen. Aber das kriegen wir noch auf die Reihe, denke ich. So. Dann gehen wir erstmal da rein. Erstmal gucken. Was haben wir hier überhaupt? Jetzt haben wir da 8 drin. Da haben wir... Da haben wir jetzt noch 5 drin. Die ist doch gut. So, das überspringen wir jetzt mal. Zack. Oh, jetzt. Hör auf, bitte, das ist mir zu heiß. Ich muss die Flammen löschen. Oh. Ich glaube, das ist was mit dem los. Was denn du? Ich denke, ich kann da hinten ran. Verdammt. Er rennt doch zu langsam für dich. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeig es dir. Mann, was ist das nun? Die Spielchen sind nein! Vorbei. Oh. Du musst gereinigt werden. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Das glaube ich jetzt ja nicht. Ja, Partner. Ja, alles klar. So, the next one. Gucken, gucke. So, the next one. Ja, er fängt wieder da an. Alles klar. Zack. Das ist mir zu heiß. Ja, machen wir ein bisschen links dran. Ja, denn da hat man auch gar keine Zeit hier. Ich
Los, komm hoch hier. Boah, das glaube ich. Das sieht ihn gar nicht, ey. Ich kann gar nicht schießen. Ey. Hat null Chance hier. Wenn ich liege, dann könnte ich meine Waffe noch ziehen. Das ist natürlich hier gar nicht die Möglichkeit, ne? Weil der Binärcode sagt, nein, das geht nicht. So. Und? Gar nicht weglaufen, das ist auch alles Quatsch. Sprengladung, die passt. Hä? Und nu? Jetzt reicht's. Die Spielchen sind. Was denn nu? Oh, weg. Muss gereinigt werden. Ja. Der Gestank von brennendem Fleisch. So, Leos. Was, hau ab, Alter. Oh, nee. Zum wiederholten Male. So, da wieder ran. So, jetzt laden wir erstmal. Einen haben wir davon. So, wie können wir die laden? Können wir hier noch was mit basteln? Genau. So, jetzt mal gucken. Haben wir noch Rohstoffe? Da haben wir genug. Davon haben wir jetzt auch genug. Auch genug. Explosivladung haben wir auch genug. Flammenwerfer? Beschädigter Flammenwerfer. Flammengastank. Ach so. Werde ich das andere nachher. Das heißt, hiervon habe ich so viel. 13. Da könnten wir nochmal nachladen. Ach so. Der taugt nichts. Die finde ich auch nicht so gut. Das ist auch nicht wichtig. Die finde ich nicht schlecht. So, probieren wir das mal aus. Doch! So, jetzt schnell, zack. Na los. Es wird so heiß. Ich muss die Flammen löschen. Na. Mann, Mann, Mann.
Hier hinten lang. Hier. Was? Jetzt hat er sich runtergesetzt. Du musst mir rein, nicht mehr. Und du? Jetzt reicht's. Die Spielchen sind vorbei. Nein! Wieso kann er jetzt nicht abhauen? Bist du dir zu fein, um gegen mich zu kämpfen? Ja, bin ich. Nervtyp, ey. Was ist die Scheißwaffe? Boah, er rennt da gegen die Kiste. Wieso kann er nicht abhauen? Warum kann er nicht abhauen? Hau ab, Alter! Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeige es dir. Mann, der hat schon 8 Schüsse abgekriegt. Hau ab jetzt! Oh, Nervtyp. Oh. Lauf nur weg. Ja, laufe ich. Kommst hier nicht raus. Oh, da ist er. Fühlt es sich an, der Schwächere zu sein? Mann. Hau ab, los. Tut mir leid. Oh. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Vor dir. Oh, Nerv. Mögen die Flammen sich verzehren. Nein! Ich habe auch gar keine Dings mehr hier, keine Spritze mehr. Was ist er denn? Oh. Na was? Junge, war das eine Aufregung. Ei. Was für ein Fight, ey. Danke. Lass kurz gucken. Sebastian. Alles gut. Endlich befreit. Von seiner Stimme. Von meinen Ängsten. Gern geschehen, Alter. Ich hatte solche Angst. Er muss aufgehalten werden. Das kann ich nur, wenn ich ihn finde, O'Neill. Er hat die Ebene gewechselt. Ist nicht hier. Nirgendwo. Die Maschine im nächsten Raum. Sie muss zerstört werden. Was für eine Maschine? Ich sollte sie bauen, um ihn zu verstecken. Sie muss zerstört werden. Um ihn zerstören zu können,
Okay. Was ist passiert? Wie ist O'Neill zu diesem Ding geworden? Keine Ahnung. Flammenwerfer. Hurra. Ich war in meinem Unterschlupf, seit sie weg waren. Als Liam mich bat, ihn zu treffen, war ich so erleichtert, seine Stimme zu hören. Aber das war nicht Liam. Er war dieses Ding. Ich wollte zu ihm durchdringen, aber sie haben ihn ja gehört. Theodore Wallace hat etwas mit ihm gemacht. Armer Kerl. Ich wollte ihn nicht töten. Sie hatten keine Wahl. Theodore hätte ihn nicht gehen lassen. Und jetzt? Schauen wir uns die Maschine an, die O'Neill erwähnt hat. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite des Raums, in dem sie uns gefunden haben. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade mein Herzklopfen gehört, während sie gesprochen hat. Und wir müssen erstmal ein bisschen aufpimpen. Ein Flammenwerfer. Beschädigter Flammenwerfer. Die Brennstofftanks dieses Flammenwerfers sind irreparabel beschädigt. Wenn du ihn benutzen willst, musst du Ersatzteile finden. Da die Waffe aus speziellen Teilen besteht, zu bestehen scheint, musst du ähnliche Teile finden. Ist klar. Aus der du die Tanks ausbauen kannst. Allerdings hast du das Gefühl, dass nicht so einfach eine so herumliegen wird. Ich glaube aber... Flammenwerfer. Könnte ich gebrauchen, genau. Aber er ist kaputt. Mit den richtigen Teilen allerdings. Haben wir nicht schon sowas? Gucken wir uns das mal an. Flammenwerfer. Nein. Ach so. Da fehlen noch ein paar Komponenten. Das macht aber nichts. Ach so, aufpimpen können wir uns auch schon wieder. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Hier rein? Doch. Hier müssen wir rein. Und ein Spiegel ist da. Und ein Resonanzpunkt. Also Vater Theodore hat ihm das angetan. Sie ist harmlos. Sie ist nicht... Nein. Ich wäre niemals ungehorsam. Natürlich werde ich... Was immer Sie wünschen. Yukiko, hörst du mich? Ich bin im Fabrikationsraum. Zugangsberechtigungen sind wertlos, wenn alle tot sind. Also, komm einfach zu mir. Ich muss dir was zeigen. Es ist wichtig. Tut mir leid, Yukiko. Aber er verlangt es. Erinnerungsfragmente 13 von 24. Er verlangt es. Ich glaube, das ist das Teil hier, ne? Untersuchen? Ganz schön viel seltsamer Kram hier. Anscheinend hat er was gebaut. Vielleicht diese Maschine, von der er geredet hat. Aus einer Digitalkamera? Ach, das ist der Spiegel, wo ich jetzt rein war. Also bevor wir da reingehen. Ach so. Gut, wir gucken uns erstmal um hier. Das scheint es ja nicht zu... Das sind hochwertige Waffenteile, die können wir auch gebrauchen. Was haben wir hier noch? Sein Markenzeichen. Theodore hat seine Finger hier überall im Spiel. Fast so etwas wie eine Art Kommunikation mit ihm. Theodore. Gut, ich muss mich erstmal ein bisschen aufpimpen. Ich habe nämlich gar nichts mehr. Das heißt, können wir uns eigentlich ein paar Waffenteile irgendwo holen? Ich muss erstmal kurz... hier rein. Bevor wir hier weitergehen, ich meine, bringt das was hier, wenn wir jetzt hier durchgehen? Da können wir uns ein paar Teile holen. Ne, bevor wir hier durchgehen, denke ich, wir haben jetzt hier ein paar ordentliche Fights hingelegt.
werde ich mich jetzt erstmal aufpimpen. Kurz. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt alles haben. Wir haben noch gar nichts mehr gefunden, ne? Herstellen können wir ja gar nichts. Wir haben ja schon was hergestellt. Weil wir keine Materialien mehr haben. Ein Gastank fehlt uns noch. Und das können wir können hier nichts herstellen, das ist das ja. Können wir unsere Waffenteile noch ein bisschen aufpimpen? Und zwar die Feuerkraft. Ach so. Magazingröße, Nachladezeit. Bringt das was? 160. Feuerrate. 160. Uns fehlen überhaupt noch ein paar Waffenteile. Auf 10 sind 120. Und dann haben wir noch 20. Und hochwertige Waffenteile. Wofür brauchen wir die? Hierfür. Also für die Pistole gar nicht mehr. Nee. Gut. Für die Schrot auch nicht? Für das Scharfschützengewehr. Feuerkraft. Hätten wir noch machen können. Präzisionsgewehr. Schaltestufe 2 zur Verbesserung. Ja, können wir machen, natürlich. Was? Musst du auf Stufe 2 verbessern. Was? Willst du ein hochwertiges Waffenteil benutzen, musst du deine Waffe auf Stufe 2 verbessern. Dann mach ich doch. So, und jetzt, wenn ich jetzt genug Teile habe, dann kann ich dahin gehen. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Ich glaube, hier haben wir nichts mehr, ne? In den Schränken hatten wir auch nichts mehr. Ich weiß nicht, Schlüssel hatten wir auch nicht gefunden, aber wir gucken nochmal nach. Wir sind ja nicht weitergekommen. Immer ein Vergnügen. Hallo Tatjana, hallo. Guck, hier ist nichts mehr drin. Gucken wir hier mal rein, ich glaube hier. 5350, das sieht gut aus. Was bringt uns das? Heilung, das ist glaube ich alles unwahrscheinlich teuer. Genau. Einen haben wir davon. Zwei rotes Gel haben wir. 7000 brauchen wir. Was ist das? Zweite Chance. Du verwendest automatisch eine Spritze, wenn du tödlichen Schaden. Das haben wir schon geregelt. Wir hätten jetzt bloß noch dieses gebraucht hier. Und da reicht das nicht für aus. Athletik. Also das wäre einmal rotes Gel und dann würden wir hier hinkommen. Reicht nicht aus. Mit 5000 kommen wir nicht hin. Was macht er da? Reflexe. Chance, einen Angriff automatisch auszuweichen, der dich verletzt hätte. Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Das finde ich mal so doof. Regeneration der Ausdaueranzeige beschleunigt. 12.000. 10.000. List. Ich glaube, das war auch alles zu teuer, ne? Ja, 7.000. Das haben wir alles schon. Ich glaube, das hatten wir alles schon. Recherchiert hier, Fußtritt, weiß ich nicht. Funktioniert nicht bei allen Gegnern. 6.000. Noch geringer Rückstoß. 20.000. So, was machen wir jetzt? Fußtritt. Gesundheit, hatten wir schon gehabt. Eine Gesundheit, ja. 8.000. Was ist das? Erhöht die Menge der regenerierten Gesundheitsheilung kurz vor dem Tod um auf Bums. Aha, egal, das machen wir. So, bringt das Punkte? Nee. Das war das hier mit List. Wenn wir das freischalten. Deine Schritte verursachen noch viel weniger Geräusche, sodass Gegner sehr viel langsamer Verdacht schöpfen. Das ist nicht schlecht. Spezialfähigkeit, mit der du dich einem Gegner nähern kannst, um deinen Schleichangriff aufzuüben. Ja.
Und das nächste machen wir das. Das andere kriegt man doch gar nicht. So viel grünes Gel kriegt man doch gar nicht zusammen. Verbesserungsfahrt, was war das? Muss man da hin? So, fertig. Hau rein, Tati. Gut. Aufstehen. Jetzt haben wir es erstmal ein bisschen aufgepimpt hier so. Was? Genau. Ja, Spritzen fehlen uns. Das war das Problem. Wir haben da echt ein Problem. Wir haben auch wirklich nichts mehr, ey. Hier ist auch nichts mehr zum Einsammeln. Ah. Gut, wir werden nochmal abspeichern aus sicherheitstechnischen Gründen. Wobei, er hat ja schon abgespeichert jetzt einmal. Gut. Und dann werden wir zu Yukiko zurück. In der Ego-Perspektive. Hey, Yukiko. Okay. Aber das im nächsten Video.